Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau, heute aus dem Sitzungssaal. Wir hatten die Woche Gemeinderatssitzung und haben darüber beraten, wie es in der Kindergarten- und Schulentwicklung weitergeht und haben zum Beispiel beschlossen, dass wir eine dreigruppige Containeranlage auf die Thalecker stellen wollen in 2023 und auch, dass wir die Grundschule in Amrichshausen abreißen und neu bauen wollen. Also das sind doch wichtige Erkenntnisse, die wir gewonnen haben und da kann es weitergehen. Und heute tun mir die Ehrenmünze der Stadt Künzels auf für vorbildliches bürgerschaftliches Engagement verleihen, nämlich an das Ehepaar Bihal. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Da gibt es nachher eine Feierstunde. Und ihr könnt natürlich auch gemeinsam mit uns feiern, und zwar beim Advent am Schloss, unserem Weihnachtsmarkt. Der geht noch bis zum Sonntag und ist richtig toll auf dem Schlossplatz und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ihr könnt auch mit dabei sein beim Origami-Falten morgen also morgen am Samstag in der Stadtbücherei zu Weihnachten, also weihnachtliches Origami-Falten. Und es gibt auch eine Stadtführung am morgigen Samstag in der Stadt. Und dann ab Montag, wie geht's denn da eigentlich weiter? Da haben wir dann die Winterlounge wieder zu Gast in der Künzelsauer Innenstadt. Und am Mittwoch im Rathausfoyer ist die Queen Nightlife am Start. Freuen wir uns also auch, wenn da ordentlich Musik per Musik eingeheizt wird, darf man das so sagen? Na, auf jeden Fall freuen wir uns drauf und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis dahin.